Seit der Pandemie riskieren wir tagtäglich unsere Gesundheit und die unserer Angehörigen. Wir mussten mit unzureichender Schutzausrüstung am Patientenbett arbeiten, Masken tragen, die wieder aufbereitet wurden, die dafür über gar nichts zugelassen sind, infiziert zur Arbeit gehen. Und dann sagt man uns auf einmal, wenn ihr morgen nicht geimpft seid und eine Gefahr für die Patienten darstellt, dann seid ihr hier nicht mehr willkommen. Das ist für mich eine unglaubliche Doppelmoral. Und Herr Söder war einer der Ersten, der diese Impfpflicht gefordert hat. Jetzt zieht er sie wieder zurück. Und das ist wie in der ganzen Pandemie. Es werden immer zwei Schritte vor dem Ersten gemacht. Man bringt Debatten ins Spiel, die dann nicht durchdacht sind und dann wieder zurückgenommen werden.